Ich denke jeden Tag über mein Leben nach. Ich bin mir bewusst und manchmal nicht selbst. Ich denke im Großen und manchmal im Kleinen. Mal sehe ich den anderen, mal nicht. Mal erkenne ich mich im Spiegel und andererseits frage ich mich, wer ist das? Ich habe immer gehofft, dass ich mich eines Tages verstehe, dass ich die anderen Menschen verstehe, dass ich Beziehungen verstehe. Ich habe immer geguckt, was ist das Verbale, was ist das Nonverbale, was will er mir damit sagen, wie, in welcher Entfernung bewegt er sich, wie ist der andere Mensch, wie habe ich mich einzustellen, um keine Konflikte zu haben. Für mich war Harmonie immer das oberste Gebot. Ich selbst hatte eine Großmutter, die mir von Nächstenliebe erzählte, von Pazifismus, von multikulturell und kosmopolitisch, von Frieden. Sie ist 1893 geboren in Danzig und hatte beide Weltkriege miterlebt. Also, sie war ein Menschen des Friedens und sie hat sich gesund und bewusst ernährt und sie war glücklich. So mein Eindruck. Das war das Vorbild oder ist bis heute das Vorbild für mich persönlich. Auch mein Vater war ein sehr strenger, ein hundertprozentiger. Auch von ihm habe ich sehr viel gelernt. Meine Mutter ist eigentlich so der Versorgertyp, aber ich habe das auch gelernt zu akzeptieren nach 62 Jahren oder 61 Komma, dass meine Mutter auch ein Kriegskind gewesen ist. Sie ist 1925 geboren und hat auch im Krieg ihre Mutter verloren. Und das hat sie selbst unsicher gemacht. Mein Vater war auch ein Frühchen. Und mit 1000 und Gramm in der Zeit zu überleben, 1929, das war auch nicht so leicht. Die Großmutter hat auf diesen Jungen aufgepasst. Deswegen war der auch so hochpenibel und so pedantisch. Und wenn ich nur 5 Minuten zu spät nach Hause gekommen bin oder wenn irgendwo ein Ton falsch war oder ein Verhalten falsch war, ich möchte darüber auch nicht weiter eingehen. Das hat mich schon manchmal unsicher gemacht. Und ich bin eben halt auch in einer Zeit aufgewachsen, wo eben halt Zuckerbrot und Peitsche angesagt war. Und wie gesagt, die Familie, der Vater kommt aus Danzig, aus dem Landkreis. Da ist schon so eine preußische Erziehung in Anführungsstrichen gegeben. Ich selbst hatte keine Muttermilch bekommen. Das heißt, ich hatte auch einen Kalziummangel. Und jetzt als Erwachsener nach 60 Jahren stellt ein Arzt fest, dass ich einen Vitamin-D-Mangel habe. Und ich habe mich ungesund ernährt. Ich habe Hotels gehabt und selbst gekocht. Aber ich bin auch ein Kind meiner Zeit. Pizza, Pasta, das habe ich gedacht, wäre italienisch. Und dann noch ein Schlückchen Wein und einen kleinen Sambuca. Und ich habe früher Kraftsport gemacht, jeden Tag eine Packung Dextropur. Ja, was ich nicht wusste, dass die Leber das alles so nicht verarbeiten kann. Und das, was der Körper nicht braucht, das lagert er dann, also die einfachen Kohlenhydrate werden umgesetzt in Glukose und Glukose, wenn es nicht gebraucht wird, setzt sich im Körper als Fett fest. Erstmal in der Bauchgegend und in dem hinteren Teil. Und ich habe darauf keine Antwort gewusst, dass ich auf einmal eine Fettleber haben sollte. So viel Alkohol habe ich auch nicht getrunken. Ja gut, jeden Abend eine Flasche Wein. Hab aber gedacht, ich habe Hunde gehabt, dass ich mich viel bewegt habe. Aber so ab 50 bin ich, 55 bin ich langsam, aber sicher krank geworden. Fettleber, exokrine Pankreas, Insuffizienz, Hautirritation, Arthrose. Ja, und zum Schluss, als ich dann mein Leben verloren hatte, arbeitsmäßig, kamen dann auch die Depressionen. Aber die Depressionen hatten eigentlich nichts damit zu tun, dass ich unglücklich war, sondern ich habe zu dem Zeitpunkt, ja, gesoffen. Und einfache Kohlenhydrate, da bist du selbst mal per Energie ganz weit oben. Und dann, wenn der Alkohol nachlässt und so Zuckerhaushalt, ne, Insulin etc., dann hast du dann auch eine leichte Depression. Andere sagen, das wäre manisch-depressiv. Und da ich sehr stark extrovertiert bin, wäre ich ein Narzisst. Ein Narzisst ist ein Mensch, der sich selbst nur sieht und nicht den anderen, der nur auf seinen Vorteil bedacht ist und erzählt, was überhaupt gar nicht ist und größten wahnsinnig, was er alles hat und was er erreicht hat. Ich bin ein lebendiger Mensch
Und als Linkshänder habe ich immer unheimlich Schwierigkeiten gehabt, etwas zu lernen. So wie mit meiner Mutter hier so mal ins Buch reingucken und dann eine Seite auswendig. Das ging mit mir nicht. Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland und John Maynard, wer war John Maynard, aushielt, bis er das Ufer gewann. Das war für mich absolut nicht möglich. Da habe ich eine ganze Woche für gebraucht. Bei meinem Bruder war das anders. Der guckte einmal, war es auch. Bei meinem Vater 7 Instrumente und bei denen hat das funktioniert. Ich bin mir nachher als Depp vorgekommen. Und da ich auch einen extrovertierten Freund hatte, so mit Geschichten erzählen, habe ich dann auch mich so dahingehend entwickelt als Redner. Ja, bei Mel Brooks, der Film mit den Göttern, die Götter müssen verrückt sein. Da war auch einer arbeitslos und dann fragte der vom Arbeitsamt, der, was sind Sie denn vom Beruf? Sagte Philosoph, ne? Sagte der, also Schwätzer. Und so werde ich auch von manchen Menschen gesehen und ein narzisstischer Zug wäre, weil ich über mich selbst berichte. Ja, wenn ich ein Hotel gehabt habe, sage ich, habe ich ein Hotel. Wenn ich sage, ich habe gut gekocht, dann sage ich, ich habe gut gekocht. Wenn ich traurig war, habe ich gesagt, ich bin traurig. Das ist ehrlich. Andere nennen das wieder naiv. Und ich nenne das mittlerweile falsch. Je mehr Informationen man einem Menschen gibt, desto mehr beurteilt er dich. Was ich nicht mache, dass ich Menschen beurteile oder bewerte, die ich nicht kenne. Aber alle Menschen wollen mich kennen und mich beurteilen und sagen mir noch, das ist objektiv, wie sie mich sehen. Und mein Eindruck auf mich selbst wäre subjektiv. Keiner kennt sich besser als ich mich selbst. Also kann ich auch mich schon ein bisschen, ja, darstellen. Ich habe einen Eindruck, ich kann mich beurteilen, ich kann mich auch bewerten. Und ich sehe auch, in welchem Konflikt ich mit anderen Personen bin. Und das gibt es bei keinem Menschen 100%. Auch das mit der Liebe, dass man von allen Menschen geliebt wird. Wir alle haben Konflikte. Was ich nicht mache, ist, dem anderen die Schuld zu geben. Aber auch nicht mir. Und was andere machen und denken, dafür kann ich nichts, aber ich kann nicht das Leben von dir leben oder von dir. Ich kann es meinen Kindern nicht recht machen, meinen Eltern nicht recht machen, ich kann es mir aber recht machen. Und da ich ein Mensch bin im positiven Gedanken, gehe ich nur noch auf die Menschen zu, die versuchen, mich zu verstehen, die mich verstehen, die mich ganz dicht an sich heranlassen. Es gibt die Nähe, es gibt die Dan Distanz und es gibt den Mittelpunkt. Im mittleren Bereich sind die Menschen unterwegs, die sich so sympathisch finden, sich mögen. Eine Symbiose, da ist der Mensch ganz dicht dran, ein gegenseitiger Nutzen. Und wenn man Fressfeind ist, naja, dann ist man natürlich ganz weit weg. Der Jäger kommt da nicht ran an die Beute. Und die Beute wird schon zusehen, dass auf den Menschen und auf das Verhalten, um wieder die Schleife zu ziehen, zu bringen, ist, der eine mag dich, der andere nicht. Und das ist bei mir im Gefühl genauso. Und da denke ich, ist es hier irrelevant. Und da ist es mir, weil es meine eigene Meinung ist, sympathisch. Also, was ich damit sagen will, ich habe meinen Frieden gefunden. Ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich bin nicht verrückt. Ich artikuliere auch ganz vernünftig. Ich brauche nicht sagen, dass ich aus der Organisation komme oder dass ich das kann. Und Aufbau und Ablauf. Ich halte jetzt die entsprechende Entfernung. Das habe ich oft nicht gemacht. Ich bin auf jeden Menschen zugegangen, weil ich habe immer gedacht, das ist nun gerade mein Nächster. Und andere Menschen haben eigentlich die Signale gesendet, dass sie das nicht wollen. Das war mal so von mir aus mein Eindruck auf mich. Und ich empfinde mich mittlerweile als ganz normalen Menschen, ob ich gut bin, schlecht bin, ob ich 1 bin oder 6 bin. Ich glaube, ich muss mich nicht bewerten, außer dass ich sagen kann, ich bin ein ganz normaler Mensch, der gerne was tut, der gerne was macht, der gerne jeden Tag etwas Neues macht. Ein Arbeiter möchte jeden Tag das Gleiche machen und ist sauer, wenn sich was verändert. Und ich bin sauer, wenn ich jeden Tag das Gleiche tue. Und wenn ich einem Menschen begegne, der immer das Gleiche tun will, na, dann bin ich im Konflikt. Damit will ich es belassen. Es ist eine Selbsterkenntnis. Es ist mir selbst bewusst,
dass ich doch kein schlechter, so schlechter Mensch bin. Und ich bin nur noch im positiven Gedanken. Ich lasse mir keine schlechten Gedanken mehr einreden. Ich gehe nicht mehr in eine Wut, in keine Aggression. Ich liebe das Miteinander, füreinander Dasein. Ich liebe meine Heimatstadt Wolfsburg. Und diese Stadt durfte ich 1958 betreten. Und ja, ich sehe es wie mein Opa Alfred mit Humor.